Ja, heute war da mal wieder Netzwerktreffen von außergewöhnlich. Da bin ich zum Brandenburger Tor gefahren mit der S-Bahn, bin dann schön mit der Rolltreppe hier hochgechattet. Ja, und als ich dann irgendwie hochgelaufen bin und draußen war, habe ich festgestellt, ups, falsche Ausgang genommen. Hätte ich mal den Ausgang genommen, wäre ich direkt hier beim Adlon gewesen, wo das Ganze nämlich heute stattfindet. Naja, gut, war ja rechtzeitig da, also ab rein, einmal hier mit dem Fang vorbei. Und dann durch diese Drehtür hier durch. Ja, und dann bin ich erstmal straight, ganz Corona-konform, da auf diesen Desinfektionsspender gegangen. Und hab mir erstmal ordentlich die Hände desinfiziert, so wie sich das gehört. Ja, und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt und war schon ein bisschen überrascht, wie pompös das Ganze hier ist. Mensch, alter Schwede, ey. Ja, dann habe ich da mal gesucht und dann habe ich da hinten auch schon die Nasen entdeckt, wo ich hin muss. Ja, da war doch schon die Anmeldung. Ja, dann habe ich erstmal mein Kärtchen da auf den Tisch gelegt und das da übergeben, damit ich da meinen Ausweisschild bekomme. Ja, das war einmal so ein Raum. Richtig krass. War noch nie im Adlon. Also war ich schon nicht geflasht. Ja, dann war Salon. Am Anfang ist ja erstmal so entspanntes Rumstehen und ja, nett palabern. Dann hat mich aber das Frühstück ganz schön angelächelt. Da konnte ich einfach nicht widerstehen. Oh, war das lecker, das muss ich schon sagen. Also ja, und dann ging es ja weiter rum. Ich war aber erstmal mit dem Frühstück beschäftigt und habe mir die Räume alleine mal angeguckt. Wir haben bei immer schön noch gesnackt. Ja, und dann ging es auch schon los. Dann hat hier Sascha die neuen Mitglieder vorgestellt und die Besucher vorgestellt und so erklärt, was da so heute abgeht und was so in den letzten Tagen in Berlin so los war. Ja, mich hat das Frühstück aber irgendwie mehr interessiert und ja, dann war unser Gastgeber da, der Hoteldirektor von Kempinski, und dann kam noch so ein Zukunftsforscher aus Wien, Hawks heißt der, hat irgendwie ganz interessante Sachen über die Zukunft so berichtet, so wo es demnächst so hingeht, wie sich die Gesellschaft entwickeln wird. Das fand ich schon interessant und ja, dann ging es auch schon ab in den Salon in so einer kleinen Runde. Ja, und das war's dann auch und ja, dann bin ich entspannt wieder durch diese Drehtür gegangen und bin dann nochmal über den roten Teppich flaniert. Ja, und das war mein Tag bei außergewöhnlich.